Servus Leute und willkommen zurück zu Industrial Manager of Future Technology Season 3. Wieso Season 3? Ich habe im Endeffekt nachgefragt, wie es ihr dazu steht, was ihr haben wollt und wie es ausschaut. Und die meisten haben gesagt, ja, nicht aufhören. Und einfach nur geklickt macht auch keinen Spaß. Und deswegen ist auch die Mehrheit gekommen, dass wir sozusagen ein richtiges noch einmal Spiel machen, aber mit einem anderen Startdings. Wir werden das so machen. Wir werden natürlich individual starten, aber mit den schwierigen Dingen. Das bedeutet, Kartengröße groß, Anzahl der Städte 5, Anzahl der Ressourcen will ich nicht knapp machen. Da würde ich gerne schon durchschnittlich lassen. Anzahl der Kriegegegner machen wir 3, Marktgröße machen wir groß, keine Ahnung, was da gerade der genaue Unterschied ist, aber ich würde hier einen großen lassen. Und wir machen als Ziel, entweder wir machen gar kein Ziel, sozusagen freies Spiel ohne irgendein Ziel, oder wir machen Goldmine, 1 Milliarde im Kontostand ist nicht so schwer. Großgrundbesitzer wäre halt interessant. Also, ja, Großgrundbesitzer wären 80% der Sektoren. Aber ich glaube, wir machen einfach ganz freies Spiel. Es ist vollkommen egal, was wir besitzen oder sonst was, wo unser Ziel ist. Wir machen ein Anfangsbudget von 20 Millionen und die Forschungspreise lassen wir auf Hochhalt, weil wir können ja schon einiges in dem Spiel. Und ihr seht auch, wir haben eine Neuerung. Wir haben jetzt die Maus dabei, weil ich nehme das gerade mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf. Das funktioniert jetzt auch einmal. Und ich würde einfach sagen, wir probieren das trotzdem. Ganz easy. Und wir machen eine komplexe Produktionskette. Und da wurde eigentlich gebeten, wir sollen bei den Autos machen. Ich hätte aber eigentlich voll Bock, etwas anderes zu machen. Warte mal, schauen wir nochmal kurz. Ich glaube, man kann Autos gar nicht sozusagen anfangen. Genau, man kann als Startindustrie Biotechnik wählen, Software, das sind zwei einfache. Dann Unterhaltungselektronik, Mode, Nahrungsmittel, Accessoires, das ist halt Juwelierzeug und dann waren wir schon wieder. Und ich würde gerne eine komplexe auf jeden Fall machen und da ich halt in der Technik zu Hause bin, Unterhaltungselektronik, passt das ganz gut. Jetzt müssen wir sich noch einmal ein kleines Symbol aussuchen. Ich finde das eigentlich ganz nett hier, aber in so rot, die Überfläche. Nein, rot gefällt es mir nicht. Gelb machen wir es und wir benennen das natürlich um in NIS, Sony wäre halt, so wie Sony wäre das halt was Geiles. NIS Entertainment. Schreibe ich, oh mein Gott. Enter. Ich glaube, ich habe sicher jetzt falsch geschrieben. Enter T. Boah, ich bin jetzt gerade zu dämlich. Das ist natürlich jetzt gerade live, 3 Minuten Enter Themen zu schreiben. Ist mir egal, ich lasse jetzt mal so, obwohl nein, das gefällt mir nicht. Wir nennen, ich will es richtig geschrieben haben. Das nennen wir ist. Und Nis und Söhne oder so irgendwas, Nis und Söhne, obwohl ich das Unternehmen selber betreibe. Ich nehme da einen, nicht den Chinesen heute, sondern wir nehmen eine Art wir nehmen da den Herrn Donald T. Punkt. So schaut er nämlich aus. Nur müsstet ihr halt mehr Haare haben. Aber der andere hat auch noch eine Perücke auf. Okay, Unterhaltungssenderin, Nis und Söhne, Donald T. Punkt. Und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze. Du hast deine Karriere anfangen, komplexe Erweiterung, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst. Ja, ich weiß es, ich spiele es ja schon zum öfteren Mal. Ihr seht, wir beginnen gleich ganz anders als die letzten Male, halt viel extremer, viel anders. Und bevor wir das Spulen anfangen, geht es gleich einmal sozusagen auf die Pause-Taste.
Was ich jetzt gerade sehe, was mir jetzt gerade auffällt extrem, ist, dass wir die gleiche Karte jedes Mal haben. Finde ich ein bisschen schade. Aber okay. Was wir uns jetzt mal, bevor wir da großartig umtun, wir müssen nachschauen, was wir so circa an Rohstoffe brauchen. Das bedeutet, wir brauchen Rohöl, wir brauchen Rohöl, wir brauchen Aluminium, Graphit, Lithium und wir brauchen Rohöl und Silizium. Weil wir müssen jetzt hier sozusagen irgendwo gleich nochmal ein Grundstück kaufen, was extrem gut mit Rohöl ist, dass wir nicht zu viele und auch so relativ gut ist von den Rohstoffen her. 536. Ich will nicht wieder das gleiche Grundstück haben. Nämlich, ich hätte gerne mal woanders hin. 581. Statt dass man das sich nicht irgendwo eine Übersicht anzeigen. 552. 400. 400. 100. Wir brauchen auf jeden Fall viel Rohöl. Und ich hätte in der Nähe auch gern von einer Stadt natürlich bauen. Vielleicht machen wir mal da hier oben was. 300 ist nicht gut. 406 ist mir auch zu wenig. 150. 503. 615. Aluminium ist auch vorhanden. Dann haben wir Chrom. Silizium relativ wenig. Kosten die unterschiedlich? Na, die kosten alle dasselbe. Und das ist eigentlich, eigentlich von der Größe her ziemlich groß hier. Wie schaut das aus? 408. 319. Werden halt die anderen. Na, wir nehmen das Grund, den Grund hier. Wir gehen mal komplett auf den Kartenrand. Und wir machen hier mal kaufen. So. Als erstes machen wir gleich mal. Wir brauchen ein paar Pflichtgebäude ganz am Anfang. Wir brauchen als erstes ein Forschungszentrum. Bevor wir da irgendwas anderes machen können, müssen wir mit denen anfangen. So. Wir nutzen natürlich das Gebiet so gut wie möglich aus. Zack. Als nächstes brauchen wir. Ich würde gerne. Oh, mit 20 halt. Ist halt schon sehr wenig. Aber ich würde gerne gleich einmal auf zweimal Warenlager gehen. Dass wir ein bisschen sozusagen nachher gleich die Produktionsräume sozusagen, was wir die letzten paar sozusagen die Probleme gehabt haben. Dass wir da schon irgendwie durcheinander waren. Richtig stellen. So, dann brauchen wir. Eigentlich brauchen wir sogar mehr Warenlager. Wir brauchen Erdölquelle, die werden wir ganz oben hinsetzen gleich mal. Dann nehmen wir am besten. So, machen wir das hier. Dann brauchen wir auf jeden Fall die ein oder andere Mine. Wie viele Produkte brauchen wir denn? Ich hätte nämlich, also 1, 2, 3, 4. 4 Stück, soll ich 4 Minen bauen? Sind halt sauteuer. Ich glaube, wir werden relativ bald noch einen Kredit anfangen. Du kannst höchstens gleichzeitig bauen. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt sowieso mal die Zeit laufen lassen. Eigentlich kann ich das kurz mal beschleunigen, dass das fertig gelaufen ist. Bevor man da sozusagen. So. Wir haben jetzt hier mal Bergbau. Und dann nenne ich das zweite fertige Produkte. Und ich werde noch ein drittes brauchen für ein Zwischenlager. Deswegen werden wir da gleich mal noch einmal stoppen, weil wir können jetzt den nächsten Gebäude. So, wir müssen Fahrzeugindustrie. Ah nein, nicht Fahrzeugindustrie. Wir sind in der Unterhaltungselektronik und schauen gleich einmal, dass wir da weiter forschen. Schauen wir kurz einmal in den nochmal hinein. Wir brauchen für das Handy. Wir brauchen da Batterietechnik, Elektrofabrik. Wir brauchen eine Chemiefabrik auf jeden Fall und Elektrofabrik einmal erforschen. Das sind die ersten beiden Dinge. Ihr seht, wir machen diesmal das komplett anders, weil wir ja sozusagen ein bisschen mehr schon wissen. Was? Ich muss erst vorher vorschauen, stimmt schon. So, absolut alle, perfekt. Elektrofabrik, das ist das erste. Und dann brauchen wir noch die Chemiefabrik. Dann brauchen wir noch die Raffinerie, das weiß ich. Ja, ich glaube, das ist einmal das gut. Ist ganz gut. So, und dann werden wir brauchen.
So, wir haben jetzt noch eins. Wie viel Geld haben wir noch? Wir haben noch 16 Millionen. So, wir bauen jetzt gleich einmal noch. Wir bauen jetzt gleich noch. Wir bauen noch ein Warenlager. Das wird unser Zwischenprodukt vom Chemie. Dann hätte ich aber noch Zwischenprodukt Elektro brauchen. Schauen wir mal, was haben wir? Wir haben eine Elektrofabrik, wir haben Chemiefabrik. Zwischenprodukt Raffinerie könnte ich auch noch machen. Obwohl die Raffinerie, die hat nicht so viele Produkte. Die könnte ich in die Chemiefabrik reingeben, halt in Chemie. Weil das ist nur Petrochemikalien und vielleicht irgendwas anderes nachher, Polymer oder so. Mehr ist er da nicht. Deswegen werden wir das in den. Das bedeutet, wir brauchen Zwischenprodukt Chemie und Zwischenprodukt Elektrofabrik. So. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob wir da irgendwie schaffen, das Ganze dann. Dadurch, dass wir so viel ausgeben. Und so viel bauen. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das schon irgendwie hinbekommen werden. So. Als nächstes werden wir da gleich irgendwo ganz hinten, so weit wie möglich, die dritte. Und dann haben wir noch die vierte zu machen. So, die vierte. Das bedeutet, wir haben jetzt alle vier für alle vier Produkte. Schauen wir nochmal nach. Wir werden jetzt nachher noch brauchen Chemiefabrik, Elektrofabrik. Und im Endeffekt kann ich jetzt einmal dem hier die Erdölquelle. Erdöl zähle ich als Bergbauprodukt. Deswegen liefern wir das nachher noch ins Bergbau hinein. Da tun wir gleich einmal. Na, machen wir anders. Machen wir gleich so. Zack, erstellen. Maximal. 16 Arbeiter bestätigen und das Ganze liefern wir sozusagen in das Bergbaulager hinein und die Ressource. Perfekt. So, dann brauchen wir, was haben wir nochmal gehabt? Wir brauchen Silizium war das, Aluminium, Graphit, Lithium und Silizium. So, Aluminium. So, was haben wir da? Aluminium gleich einmal erstellen. Ich glaube, es wird jetzt um einiges besser sein, dadurch, dass wir jetzt die Maus haben. Ich muss ehrlich sagen, wird mir auch besser gefallen oder wird euch besser gefallen und dadurch ein bisschen einfacher sozusagen das Hand zu haben. So, das ist das Erste. Im Zweiten machen wir auch gleich. Da brauchen wir Silizium, machen wir da gleich. Erstellen. Ihr seht, wir gehen das wirklich ganz anders an als die letzten Male. Viel ruhiger, viel langsamer. So, wir müssen jetzt vorspulen, auf jeden Fall, bis das fertig gewachsen ist. Die Sachen. Halt gewachsen ist, gut gesagt. Na komm, mach weiter. Also 66% ist. So, gut. Bevor wir da aber. Na, da werden wir jetzt ganz kurz, wenn das fertig ist, pausieren. So. Zwischenprodukt. Chemie, obwohl ich brauche das nicht Chemie, ich brauche reicht, wenn ich das nenne Chemie einfach. Und dann nehmen wir das da Elektro. So, passt. Dann schauen wir kurz in die Forschung hinein. Der ist noch einmal forschen. Und gut, das lassen wir auch einmal so. Passt, da haben wir das. Dann brauchen wir hier das nächste. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Wir brauchen noch Graphit und Lithium. Graphit, warte mal, Graphit, Graphit, Chrom, Titan ist das, soweit ich weiß, Graphit. Gleich das Maximum auch. Bestätigen. Das Ganze auch in das Bergbau hinein. Und dann gehen wir noch zum letzten. Da machen wir jetzt Lithium. Erstellen. 20 Arbeiter, zack, und das Ganze auch in das Bergbau. So, als nächstes brauchen wir die zwei Unternehmen Elektro, ja, Elektrofabrik und dann sozusagen das andere. Da müssen wir aber kurz mal vorspulen. Die produzieren jetzt derweil schön auf Vorrat. Wir haben noch 15 Millionen, das ist nicht einmal so schlecht, weil wir stehen nicht so schlecht da. Die Forschung muss noch fertig werden. Das dauert halt alles am Anfang ein bisschen noch länger. Und wir könnten aber gleich sozusagen die nächsten Forschungen planen. Das bedeutet, wir müssen. Na, warte mal, können wir nicht schon? Warte, kurz Pause. Wir haben noch was vergessen. Wir haben die Raffinerie vergessen. Wir haben die Raffinerie vergessen.
Ah nein, die ist schon in der Forschung drinnen. Gut. Einfach weiter forschen. So, liebe Leute, ich würde sagen, ein Anfang ist geschafft von der komplexen Struktur, halt Unternehmensform. Season 3, ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie hätte ich es ja feiern, wenn es ein bisschen besser ankommen würde, weil das Spiel irgendwie so einen Anreiz hat, sozusagen jetzt gerade auf der schweren Stufe, wo man jetzt im Mauszeiger sieht und so weiter, viel dazulernen kann, glaube ich. Ich werde das vielleicht auch sozusagen mal in den Titel hineinschreiben, andere Thumbnail noch machen. Tut mir noch mal leid, dass gestern kein Bart gekommen ist, aber ist halt so passiert. Und ich würde sagen, mit diesem ersten Bart des neuen, der Season 3, verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es mit der Unterhaltungselektronik hoffentlich so richtig vorangeht. Bis dann, tschüss. Scheiße. Komm.